So, hallihallo und guten Abend. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und meinem Let's Play zu Independent Horror Game Visage. Wir gucken rein. Was heißt wir gucken rein? Wir spielen jetzt einfach. Ich wünsche euch Spaß. Ein Raum mit sehr vielen Schlössern, das erinnert ja schon an Silent Hill. Oder? The Room? Was? Oh. Ach du Scheiße. Eine gefesselte Frau und ja. Wo ist der gefällt mir nicht Button? Oh. Gute Güte. Nein. Da ist die ganze Familie gefesselt. Ach, du Scheiße. Was? Wir wachen in einer Blutlache auf. Okay. Unten sind Zahlen. Und eine Marienstatue. Kann ich da wieder zurück? Ich brauche den Garage Room Key. What? Was ist das hier? Der Progress Room, der Fortschrittsraum. Das heißt, dieser Raum repräsentiert den Fortschritt während des Spiels. Alles klar, und die Items, die ich sammle, werden quasi hier angezeigt, als wenn ein Kapitel beendet ist. Einmal eingesammelt werden diese Items automatisch hier im Fortschrittsraum erscheinen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ist das ein Lichtschalter, der nicht funktioniert? Interact.
Display Stand. Jesus am Kreuz. Das ist wohl ein Beichtstuhl, aber ja, da steht was. Okay. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ist es eine Matruschka? Ich glaube schon, ne? Diese Figürchen, die da ineinander gesteckt sind, immer kleiner werden. Oder ist das eine Matruschka? Ist das nicht, ne? Ich weiß es nicht, klärt mich auf. Was ist hier passiert? Okay, meine Nachbarin Rose macht sich Sorgen. Rose, wir wohnen, glaube nicht, dass wir in Malibu wohnen. Ich heiße auch nicht Charlie, ich heiße Dwayne scheinbar. Oder wahrscheinlich auch nicht The Rock. Oder was erkennen? Hallo? Irgendwas zu erkennen? Gut. Aha. Überall Fingerabdrücke am Schrank. Und wir brauchen ein bisschen Sidolin. Black. Schwarzes Buch. Swimming of Fishes. Animal Instinct. Out of Ammo. Jeder Dreaming of Fishes. A book by Sergeant Pow Pow. Okay. Ja, leider sehe ich zu schlecht, das alles zu lesen. Aber out of ammo. Ein Bild. Scheint ein kleiner Junge vor einem Zelt zu sein. Und wir haben 2:30. Okay. Und eine seltsam anmutende Flamingo- oder Storchenstatue. Oh, it's chant. Wie so oft. Sanity. Geistige Gesundheit. Your character's sanity will affect your gameplay. Meine geistige Gesundheit wirkt sich auf das Gameplay aus. Wenn ich zu lange in der Dunkelheit stehe, wird das meine geistige Gesundheit beeinflussen und senken und andere Elemente beeinflussen. Okay, meine geistige Gesundheit wird bei diesem Gehirn-Icon repräsentiert. Okay, und wenn man das Gehirn sehr klar sehen kann, dann ist meine Gesundheit, geistige Gesundheit, ehrlich niedrig. Und gefährliche Vorkommnisse werden passieren. Okay. Also in stresslastigen Situationen wird dieses Wolken- und Gehirn-Item erscheinen
und meine geistige Gesundheit beeinflussen. Wunderschön. Nein, wir lassen das Licht lieber an. Ne, hier. Licht ist immer gut. Paranormale Vorkommnisse werden spontan und zufällig im Spiel erscheinen. Okay, und die wirken sich natürlich auch auf meine geistige Gesundheit aus. Und auch wenn meine geistige Gesundheit quasi gesenkt wird oder beeinflusst wird, dann werden auch weitere übernatürliche Phänomene erscheinen. The lightbulb is broken. Ah ja. Ich bin Gast in einer Radiosendung, Dwayne Anderson. Okay. Und es wird, morgen wird es ein schöner Tag und ich soll meine Familie zum Strand ausführen. Ja. Die Nacht sieht gerade nicht danach aus. Natürlich, warum auch nicht, ne? Warum soll die Tür nicht zu sein? Und hier sind überall abgebrochene Schlüssel. Kann ich fliehen? Und hier ist Jam, was auch sonst. Basement Key. Key with a small mirror attached to it. Keine Ahnung, hier ist auf jeden Fall ein Schlüssel und hier. Na, Licht. Und wenn ich dieses Item aufhebe, wird ein Kapitel beginnen. Hätte kein anderes Kapitel beginnen können, bevor ich dieses abgeschlossen habe. Ja, gut, machen wir halt. Akzeptiert. Dolores Chapter. A Twisted Dream. Ein verrückter Traum. Traum? Hoffen wir, dass es das ist. Jetzt. Irgendwo eine Glühbirne unterwegs. A glowing lamp. Oh nee. Das Radio war angegangen und sendet nichts. Look at this. Zwei Mäntel. Was ist da? Warum ist da so viel Schimmel oder Schmutz an der Wand? Schuhe, Stiefel sind von einem Mann. Das ist wahrscheinlich, das sind Frauenschuhe, oder? Das ist eine Handtasche. Hier eine gestrickte Handtasche oder so. Naja. Ah, wir haben doch jetzt den Schlüssel hier. Jo, hat funktioniert. Ist hier ein
Schalter. Grab Move. Was sind das für Bilder? Glückliche Familienbilder. Was ist das? Pills. Pills act as an aid for your character's sanity. Ah. Seine Medizin für meine geistige Gesundheit. Sie sind überlebenswichtig. Ja, und wenn meine geistige Gesundheit gefährlich niedrig ist, sind diese Pillen die einzige Möglichkeit, meine geistige Gesundheit wieder herzustellen. Ist klar. Guten Appetit. Oder kann ich endlich vielleicht irgendwo... Eine Illuminationsmöglichkeit für den Gang. Ich gehe da sonst nicht wieder hin. Ein wunderschöner Karton. Hat Licht ausgemacht. Auch nichts, ne? Nee, da war nur diese Puppe. Ja, dieser Murder Room. Was? Wo? Oh. Found a note? Hallo? Ich jetzt lesen? Examine. Looking for the garage key, ja? Ah, der garage key ist wahrscheinlich in meiner Jeans-Tasche. Im Waschraum. Wie immer. Dank mir später, Schatzi. Was werden wir? Wir jetzt so eine Glühbirne haben. Aha, Katzen sind beste Lichter. Mit einem Feuerzeug angezündet werden können. Wenn ich mit einer brennenden Kerze durch die Gegend laufe, dann kann diese erlöschen. Okay, sie halten. Das sind langlebig und das hilft mir wieder meine geistige Gesundheit. Also sie wirken sich positiv auf meine geistige Gesundheit aus. Schön zu wissen. And there's a candle. Ich stelle jetzt dahin. Da habe ich kein Feuerzeug. Dann gucken wir einfach, was hier oben ist. Ein Reih in der Tube. Q-Tips wahrscheinlich. Aha, hier blaue Pillen. Jo, blaue Pillen wirken sich aber nicht auf die geistige Gesundheit aus, ne, sondern eher auf eine gewisse Blutzirkulation, wenn ich richtig informiert bin.
Hold Grab. Komm ich da jetzt nicht durch? Okay. Oh. Nein! Oh. Jetzt habe ich Pillen gefuttert. Was soll denn der Scheiß? Komme ich da jetzt nicht durch? Muss ich was anderes erledigen erst? Flying Eyes from Outer Space. They came, they saw, they left us alone. Sie kamen, sie sahen und uns allein gelassen. Na, ein Glück. Oh. Ich hoffe mal, hier geht's jetzt nicht nach Narnia. Nope. In einem Schrank brennt noch Licht. Ja. Warum? Ich will die Tür aufmachen, eine Tablette futtern. Ist das? Ach, jetzt komme ich durch. Das andere Richtung nicht. John and me. Oh. Maya? Also mir nicht nach der Biene Maya aus, das sieht eher aus wie. Das ein Hund sein? Eine Schildkröte, eine Krabbe. Ich muss mir das immer alles genau angucken. Tornado. Das könnte alles wichtig werden. My first book. What? Da waren Schritte. Sarah and Dad. John and me. Geschwister, ein Bild der Familie und einmal diese Puppen. Ich starte mich an. Ey, guckst du mich an? Warum? Irgendwann höre ich auch die Steuerungen raus. Im Schrank brennt noch Licht. Wir mitten im Schrank. Ah, frische Pillen. Ein Feuerzeug. Feuerzeuge können als kleine Lichtquellen benutzt werden, um das Haus zu erkunden. Aber halt nur einen kleinen Zeitraum durch. Sie verhindern nicht, dass ich gestresst werde. Wenn ich in der Dunkelheit mit einem Feuerzeug stehe, wird das trotzdem sich auf meine geistige Gesundheit auswirken. Also, ja.
Anderweitig können die auch noch Kerzen anzünden. Das ist aber schön. Anderweitig kann ich auch das Haus anzünden. Muss ich hier gar nichts mehr machen. And now I picked it up. Das ist eine Kerze, noch eine Pillendose. Ah, ich sammle Pillen. Pildrio. Steht noch mehr. Sind überlebenswichtig, stand am Anfang. Also packe ich die ein. Sohnemann oder Tochter? Ich weiß es nicht. Hat sich auf jeden Fall eine Tragödie abgespielt in diesem Haus. Weiß nicht, in welcher Beziehung ich dazu stehe. What? Ah. Ja, die war's, lass mich weg. Sammeln wir ein. Ich habe kein Spiegelbild, ich habe kein Spiegel. Nee. Da ist die Tür gerade von alleine zugegangen. Das habt ihr gesehen, ja? Auch gesehen? Nein, wir lassen überall das Licht an. Vielen Dank. Ein Schock. Kerze entzündet. Tabletten ist Tabletten ist Tablette, Tabletten. Ich brauche irgendeinen Schlüssel. Yay! It's open! Jo. Nun ist diese Tür auch auf und sie ist Radio aus. Ruhe. Silenzio. Muss mich konzentrieren. Da steht doch jetzt bestimmt irgendjemand drunter, oder? Wir müssen da hoch. Auch Silenzio. Content not available in the early access version of the game. Ja, schade aber auch. Ja, early access, wie lange dauert der denn noch? Macht aber nichts, das Spiel ist jetzt schon mega gruselig. Da drin kann man dran. Jetzt geht's nicht mehr auf. Oh.
Oh je. Mein altmodisches Sofa. Schöner Staubfänger. Immer nach oben. Ich gerade hingeblickt habe und wer schaltet da permanent Lichter aus? Da ist noch eine Puppe. Matruschka, Papuschka. Weil die anderen haben immer so ausgemalt. Also Bescheid. Und jetzt. Ach, da steht jemand dahinter. Liebe Aber Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich hoffe, euch hat mein erstes Let's Play zu Visage gefallen. Schreibt mir eure Kritik gerne in die Kommentare. Ich versuche mich natürlich immer weiter zu verbessern. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschauen würdet. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren für weitere Videos und Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr hattet einen epischen Start in die Woche. Falls nicht, lasst euch nicht unterkriegen, lasst euch nicht ärgern. Bald ist wieder Freitag und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. In diesem Sinne, man sieht sich. Bis die Tage, euer Baltasaro.